Moin Leute, ich bin's Julian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und Google hat mich gefragt, ob ich den Google Assistant nicht mal genauer abchecken möchte. Und fast jeder mit einem Android-Smartphone kann ihn dabei mit einem Sprachbefehl oder aber auch durch das längere Drücken des Home-Buttons erreichen. Aber viele wissen dabei gar nicht, was sie mit dem Google Assistant alles machen können. Und deswegen zeige ich euch heute meine Lieblingsfunktion. Also auf geht's! Als allererstes kann man den Google Assistant nutzen, um auf seinem Smartphone schneller ans Ziel zu kommen. Wir alle kennen das, man sucht irgendeine App und muss dafür erstmal ewig durch seinen App-Drawer scrollen, bis man sie irgendwann gefunden hat. Das kann man mit unserem Assistenten auch viel schneller erreichen, indem ihr einfach sagt, öffne Instagram und dann wird die jeweilige App, in diesem Fall jetzt Instagram, einfach geöffnet. Man kann aber nicht nur Apps an sich öffnen, sondern auch in ihnen Aktionen ausführen, wie zum Beispiel zeige meine Fotos aus Köln, um aus unserer Google Fotos Galerie Bilder von einem bestimmten Ort zu öffnen. Ihr könnt sagen, spiele Stranger Things auf Netflix, um direkt eine Serie weiterschauen zu können, aber auch frage TV Spielfilm, was heute läuft, um direkt eine Auskunft über das heutige Abendprogramm zu bekommen. Aber auch auf das System hat der Google Assistant Zugriff und so könnt ihr beispielsweise einfach sagen, mache ein Selfie und die Kamera wird direkt mit bereits laufenden Selbstauslöser gestartet. Wirklich cool, dass der Google Assistant bereits solch tiefgreifende Features auf dem Kasten hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass das einfache Öffnen von Anwendungen zwar bereits bei fast jeder App funktioniert, die tiefer gehenden Aktionen aber bisher nur bei unterstützten Anwendungen funktionieren. Man will aber nicht nur auf seinem Smartphone schnell ans Ziel kommen, sondern auch in der realen Welt. Und dafür gibt es auch einige Sprachbefehle im Google Assistant. Ganz klassisch können wir natürlich erstmal mit Navigiere mich nach Berlin eine Route erstellen oder mit Befehlen wie Wo ist die Tankstelle nach bestimmten Geschäften oder Orten in der Umgebung suchen. Bei der Fahrt selbst kannst du durch den Befehl Zeige alternative Routen einen anderen Weg finden. Was mir aber bisher noch gefehlt hat, ist, dass man während der Fahrt durch den Google Assistant Zwischenziele wie Tankstellen oder Rastplätze einstellen kann. Dies geht aktuell nur, indem die bisherige Navigation komplett abgebrochen wird. Was aber wirklich gut gemacht ist, sind die Nachrichtenbefehle, denn wenn ich mich beispielsweise verspäte, kann ich mit einem Sprachkommando wie Schreibe Felix Barlinger auf WhatsApp einfach WhatsApp-Nachrichten oder SMS über den Google Assistant versenden oder die Person auch direkt anrufen lassen. Gerade beim Autofahren fand ich es sehr praktisch, dass der Google Assistant komplett freihändig zu bedienen ist und somit führt das Benutzen von Sprachbefehlen dazu, dass man seinen Blick immer auf der Straße halten kann, was das Autofahren an sich natürlich um einiges sicherer macht und auch dazu führt, dass gewöhnliche Handlungen wie die Navigation einzustellen oder die Musik zu steuern nicht dazu führen, dass man den Verkehr aus dem Blick verliert. Für mich ist es in meinem Alltag wichtig, Einfälle und Gedankenblitze schnell festzuhalten. Das können Videoideen sein, das kann die fehlende Milch auf der Einkaufsliste sein oder aber auch irgendwelche Verabredungen. In diesen Fällen ist es einfach praktisch, auf das nervige Eintippen von Kalendereinträgen, Notizen oder Einkaufslisten verzichten zu können und seinen Google Assistant einfach damit voll zu quatschen. Das geht auch ziemlich gut, denn mit dem Befehl erstelle den Termin Friseur für nächsten Donnerstag um 10 Uhr lassen sich Termine einfach in den Kalender eintragen oder mit erinnere mich daran, ein App-Video zu drehen, lassen sich Erinnerungen erstellen. Spannend dabei ist, dass Google sogar deine Sätze grammatikalisch umstellt, sodass die Erinnerung in richtigem Deutsch verfasst wird. Wenn einem dann noch die Milch im Kühlschrank ausgeht, kann man mit Setze Milch auf die Einkaufsliste einfach dafür sorgen, dass man sie beim nächsten Einkauf nicht vergisst. Aber ein Sprachassistent wäre kein Sprachassistent, wenn er nicht auch dein Smart Home steuern könnte. Dabei kann der Google Assistant natürlich zuerst die Beleuchtung bei dir zu Hause steuern und so kann ich sagen, schalte alle Lampen an und sofort erhellt sich der ganze Raum. Cool dabei ist, dass einem auch direkt ein Schieberegler zum Dimmen der Helligkeit angezeigt wird. Neben smarter Beleuchtung werden aber auch noch Dutzende weitere Geräte unterstützt. Wenn ihr zum Beispiel einen Chromecast habt, geht sogar noch mehr. Denn dann kann ich sagen, spiele
spiele das YouTube-Video 700 Main Street auf dem Fernseher im Wohnzimmer ab und schon wird auf unserem Fernseher das erste YouTube-Suchergebnis dazu abgespielt. Ihr könnt aber auch von unterwegs zu Hause eingreifen und sofern ihr einen Lautsprecher hinzugefügt habt, eine Durchsage machen. Das funktioniert so ein bisschen wie im Kaufhaus und kann eurer Familie so zum Beispiel Bescheid geben, wann ihr nach Hause kommt. Auch wenn Google sicherlich noch ein paar Features integrieren kann, ist das, was der Google Assistant bereits heute kann, wirklich cool. Gerade, dass man beim Aussprechen von Kommandos so flexibel ist und der Google Assistant dich trotzdem versteht, auch wenn du mal einen Befehl komplett anders formulierst, fand ich echt stark. Was haltet ihr von den Möglichkeiten? Ihr könnt hier oben in den Infokarten sehr gerne mal abstimmen. Vielen Dank auch nochmal an Google für die entspannte Kooperation und euch natürlich auch fürs freundliche Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wie zum Beispiel in einem meiner letzten Videos, die ich hier neben mir eingeblendet habe. Also bis dahin, viel Spaß und tschüss.